Hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Painkiller. Hier ist der Saison 89 und wir sind bei der Katakomben. Mission ist, töten Sie alle Monster. Ich will zwar nicht spoilern, aber diese Mission habe ich wegen dem Endgegner gehasst. Die Mission habe ich wegen den Endgegner nie gerne gemacht. Auch wenn es eine schöne Umgebung ist und so. Aber... Ach so, haste. Ach Mensch, ich habe noch gar keine Karten drin. Leute, was ist mit mir los? So. Dann machen wir das mal. Ich will euch mal auch einen geilen Bereich zeigen. Ganz am Anfang. Also die Fässer nicht zerstören. Sonst kriegt ihr den geheimen Bereich nicht mehr. Na gut, so natürlich auch nicht. Da hatte ich schon öfter meine Probleme. Mensch! Ach! Mann, was bist du für ein Spaten, Mensch? Geh doch mal da hoch, wenn ich dir das von befehle. Meine Fresse! So doof zum Klettern. Der ist dämlich zum Klettern. Das ist nicht normal. Ah, hier kommt man doch am... Ah, hier kommt man echt beschissen hoch. Leute. Ach. Da hinten muss man hoch. Ah. So. Geheimer Bereich. Meine Fresse, war ja eine Zangeburt hier. So runterspringen will ich jetzt auch nicht, weil ohne Gottmut würde man das auch nicht machen. So. Bisschen bei der weggehen. Und wichtig ist nicht bei den Steinen sein, wenn man darauf ballert. Genau deswegen fliegen die einen in die Fresse und ja, man nimmt Schaden. Wir sind immer noch nicht tot. Alter. Kannst du nicht mal auf mich sterben hier oder was? Die Monster sind zu faul zum Sterben, ey. Nee. Sterb doch mal. Mach's für mich, bitte. Oh, danke schön. Siehst du. Das ist ein liebes Monster. Das hört aufs Wort. So eine Monster habe ich gerne. Sag mal, die Putzfrauen, den würde ich kündigen. Wie sieht's denn hier aus? Mensch. Können die nicht ordentlich wischen? Ih, sogar an der Decke. Sogar an der Decke, ey. Wie doll. Ey, die Putzfrauen, die würde ich verklagen, wenn die so... Wenn sie das so hinterlassen würden, ey. Nee. Achso. Der nächste geheime Bereich. Der ist etwas gelitten. Ups. Der ist wirklich etwas gelitten, weil... Da muss man hoch. Weil er so gelitten ist, schäumt sogar mein Bier über. Und der Deckel, der hat sich gerade ins Nirvana verabschiedet, aber gut, weiter geht's. Nee, der nächste geheime Bereich, der ist wirklich gelitten. Also.
Da ist ich mein Kumpel gerätselt, wo das ist. What the fuck, habe ich mir erschrocken. Na. What the? Alter. Gelitten? Bam. Bam. Ach, daneben schießen tue ich auch noch oder was? Wo gibt's denn sowas? Ist ja schrecklich. So. Ja, das ist gelitten. Bei dem Geheimnis. Muss man nämlich hier hoch. Das hier ist nämlich ein Seil. What the fuck? Da muss ich aufpassen, dass man hier nicht rüber geht. Also rüber springt halt. Man sieht's ja schon. Da ist das Oh, Hammer, der Bug. Schwebt in der Luft. Naja, ich wollte eigentlich zeigen, wo das Geheimnis ist, aber... Warum die kriegt das auch so? Weil es ist ziemlich schwer, da hinzukommen. Das ist wirklich gelitten. Sag ich doch. Einfach gelitten. Das ist gelitten. Gelitten, gelitten, gelitten. Hier springt er schon wieder nicht, der Vollhonk. Oh. Leute, nee. Ich will so viele geheime Bereiche finden wie möglich. Um euch auch die zu zeigen, auch. Der Vollständigkeit halber. Oh. Ich drehe gleich durch. Ach, Mensch. Oh. Alter, stell dich nicht so doof an, ey. Meine Fresse. Du willst noch zur Hölle gehen, ja? Also, stell dich nicht so dämlich an. Och. Ey, wie lange soll der Part noch gehen, wenn der Vollpfosten da nicht rüber geht? Ey, das gibt's ja nicht. Hör auf zu machen. Oder holst du den runter. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, ich habe das Dings nicht gekriegt. Das muss ich natürlich auch noch holen, wenn ich jetzt wüsste, wo das war. Wo war das? Ach, da. Natürlich habe ich das nicht, aber in keinem Bereich habe ich. Ah! Spaten. Es kann sich nur Stunden handeln. Och, du bist doch ein Honk. Meine Fresse, ey. Kann doch nicht so schwer sein. Ey, so dämlich wie mir Oma anstellen hier. Alter. Ich heule gleich. Och, nun hüpft er wieder nicht. Alter, du bist auch ein Spaten, bist du. Meine Fresse. So viel Dämlichkeit auf einmal gibt's doch gar nicht. So, jetzt sieh zu hier. Och, ach, pff, den leckt doch die Fotze, Mann. Meine Fresse. Wenn ich will, der hat schon. Ganz einfach. Meine Fresse. Will doch hier nicht 1000 Parts aufnehmen oder 10 Parts aufnehmen, um nur den Scheiß da zu holen. Puh. Leck doch fett. War ich schon dicht an, ja. Ja, gut.
Nee, 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 nee. Jetzt hol ich mir jetzt mal Waffe weg. Ups. Oh. Zu viel Speichelproduktion. So. Aufpassen. Waren das alle? So, jetzt brauche ich aber hier die Dritten wieder hier. Die Dritten. Zweiten Schuss. Yes! So macht man das, Baby. Bin ich nicht gut? Monster? WT... Da war doch sonst noch eins. WTF? Ist der runtergefallen? Scheint so, weil es blinkt unten. Hat er sich selbst ins Aus katapultiert? Monster sind doof, echt. Ich krieg die Waffe nochmal. Schön, falls man die hier im zweiten Level nicht eingesammelt hat, weil das ja ein geheimer Bereich gewesen. Wie ja im zweiten Part zu sehen war. Ich hoffe, dass ich hier unbeschadet rüberkomme. Ich mach mal schnell speichern. Weil die Brücke ist manchmal ein bisschen buggy. Die spackt manchmal rum. Aber scheint so, als wenn sie so freundlich wäre. Mich rüberlässt. Oh, die Putzfrauen, ey. Dass die keiner verklagt. Oh, Patschechen schütteln. Ja, Patschechen schütteln. Ja. 1, 2, 3. Haufen Finger, ne? Boah, sehe ich da falsch. 1, 2, 3, 4, 5. Mensch, die Hand hat 5 Finger und der Fuß, der hatte nur 5 Zehen oder was? 4 Zehen. Also, irgendwie haben die Macher des Spiels auch irgendwo einfach verloren. Na komm. Was kommt denn da? What the fuck? Ich wollte euch mal ein bisschen erschrecken und wollte eigentlich fragen, was kommt denn da? Und der kam mir ein bisschen zu früh, deswegen habe ich mich selber erschrocken. Oh, nee. Ja, das ist manchmal richtig schlimm. Aua. Hier wird nicht gehauen. Patschechen schütteln. Ja. Das mache ich doch gerne. Oh. Was kommt denn da? Besuch. Und der noch ungebetene. Sag mal, musst du dir auch mal die Münze, du blödes... Alter! Ey, du hast doch gelitten. War das nur der eine? Da waren noch zwei. Hä? Okay. Speichermunition. Auch nicht schlecht. Das ist weg, das auch, das auch, das auch. Da hinten gehe ich auch nochmal hin. Oh oh. Das war nicht so. War nicht so die feine englische Art.
Hier soll auch noch ein geheimer Bereich sein, aber... Fragt mich nicht, wo. Ich habe keinen blassen Dunst. Vielleicht ist es auch hier irgendwo, ich habe keine Ahnung. Ich kann nur die machen, die ich auch geschafft habe sonst. Und ja, die anderen sind so ein bisschen insane und die kann ich dann halt auch nicht. Da müsst ihr mich dann auch entschuldigen. Alter! Verreck doch mal. Wenn du schon dabei bist. Alter! Du kamst mir ein bisschen zu nah. Du bist mir ein bisschen zu nahe getreten. Kollege. Kollege Schnierstuhl. Boah! Alter, hast du mich erschreckt! Stapelbäste! Alter! Hab ich mich erschrocken! Meine Fresse! Kann nicht mal... kann man nicht mal... Alter, hier kann man nicht mal... unbeschadet das Geld holen hier! Ohne, dass man hier zwangsläufig erschreckt wird. Meine Fresse. Ich meine, gut, ich habe ja schon oft genug gespielt, aber... ich vergesse mir wieder, dass da welche kommen. Auch zwischendurch. Und die kommen immer so unverhofft. Wenn man sie nicht erwartet. Das Geld, das muss man ja auch einsammeln. Ein bisschen schneller. Und die Gräber sind hier irgendwie komisch einsortiert. Ich dachte, die Toten werden so begraben, aber... Bestimmt die Grabstelle von Hartz-IV-Empfängern. Also, das würde mich denn nicht wundern. Ich meine, die Särge, die sehen ja auch aus wie, weiß ich nicht, die sehen auch so billig aus. Die lassen sie auch ganz billig zerschießen. Da habe ich schon wieder eine Münze vergessen. So. Den komm mal her, ihr Fatzen. Ihr Fatzgen. Ja, die Welt, die mag ich nicht besonders. Auch wenn hier nur 112 Gegner sind, aber... Oh, der 112. Gegner, das ist ja der Endgegner. Oh, nee, Leute, das geht gar nicht. Das werdet ihr nachher schon sehen. Meine Fresse, kann die Putzfrau nicht putzen? Das staubt schon von der Decke, du. Meine Fresse. Ey, die Putzfrau, die muss man echt feuern, ey. Hier muss man auch... Und euch müsste man auch feuern, weil ihr so schnell tot geht. Komm her. Oh oh. Tot. Ich hab gesagt tot. Ja, fall mal Abgrund. Aber hier soll auch ein Geheimnis sein. Hier unter der Dings. Aber wie soll man da rankommen? Ist für mich gelitten. Schafft man doch gar nicht.
Also meines Erachtens. Also wie man da rauskommen soll. Das soll mir mal einer sagen. Also ich bin da nicht mal hingekommen, weil ich mir das nicht getraut habe. Na, guck mal her hier. Schmeiß kein Holz nach mir. Ihr Blöden. Ich hab doch gelitten. Du bist Geschichte. Und das Gebälk, das fällt auseinander und... Die Katakomben, die halten wir immer noch. Die fallen nicht zusammen. Das ist irgendwie... Das macht irgendwie wenig Sinn. Aber gut. Fragt beim Spielen mal nach einem Sinn. Also viele Spiele sind ohne Sinn gemacht worden. Zumindest fehlt für manche Sachen wirklich der Sinn. Uah! Dafür mehr Schreckmomente. Das, wenn man schon 10-mal gespielt hat. Wie vier hier, man, manchmal. Das erschreckt man nicht manchmal. Bei den Moschis hier. Patscher schütteln. Ja, feine Hand. So. Oh, wie süß. Die liegen da so und schlafen. Sind bestimmt müde von der letzten Feier. 68. So. Sammeln noch nicht kaputt genug aus hier. So. Ich gehe mal hier lang. Man sollte auch hier lang gehen, weil hier noch ein paar Monster sind. Die man unbedingt töten sollte. Sonst schafft man das nicht. Weil die Aufgabe heißt ja, töten sie alle Monster. Guckst du hier, Alter. Ne? Und Muni ist ja auch noch. Also ist ja schon gar nicht schlecht, hierher zu gehen. Und so schafft man die Mission dann auch. Dass man letztendlich die Tagrot-Karte auch kriegt. Ah, oh, wir Mr. Krabs hier alles hier einsammeln. Also die Kisten, die explodieren nicht, die fallen nur so auseinander. Das sind ja keine Fässer. Sonst hätte ich da auch schon aufgepasst. Das stört mich hier alles. Das ist mir schon mal vorher kaputt. Damit ich das gleich einsammeln kann. Weil dann kommen die Monster nämlich hier. Und den stört das hier gar nicht. Wenn man hier mal... Ihr habt gelitten. Am besten jemand wartet hier einfach, weil die Monster, die kommt von alleine. Kommen schon von alleine hoch. Und dann brauchen wir sie nur wegbratzen.
ist natürlich wieder eine neue Situation, weil mir geht die Munition aus. Gerade für den hier noch gereicht. Was zum? Terrorist. Oh, jetzt muss ich ein bisschen auf Munition. Munition! Und auch nicht, weil das hier macht nur Spaß. Sollte eigentlich keiner mehr sein. Kann ich irgendwie nicht zugucken. Habe ich hier schon ein bisschen was. What the? Hä? Von da hinten? Wie geht das denn? Nicht mal ich kann das. Ich sehe den nicht mal. Wie kann der mich denn sehen? Ist ein Supermonster, Alter. Mit Superaugen. Wenn wir mal hier gucken, wie die Munition kriegt. Ich muss auch schneller weg hier. Ups. Verdrückt. So kann man sich verdrücken. Nicht nur weglaufen, sondern auch verdrücken. So. Obwohl ist ja beides manchmal das gleiche, ne? Es ist irgendwie... Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Voice. So. Gucken wir noch mal will. What the? Ey, ich bin Meisterschütze hier. Alle weggebratzt. Der Bomber, der ballert nur an der Steine hier. Der ballert nur an der Steine. Was können die Steine dafür? Oder was kann die Mauer dafür? Ich meine, gut, die Mauer muss weg, ne, aber... Mann. Das war vor 23 Jahren! Oh, das darf ich nicht vergessen. Weil das tut ja eigentlich weh. Und damit muss ich rechnen. Darf ich nicht vergessen. Also immer bei den Fässern aufpassen. Falls ich es vergesse, dann erinnere ich da nochmal gerne dran. Weil die Fässer, die explodieren und dann nimmt man Schaden. Und das sollte man nicht tun, was ich eben gemacht habe. Weil, dann kann man das Level, glaube ich, nochmal machen. Ich meine, das Gute ist, man wird vom Monster nicht die Seele weggenommen, aber man verreckt trotzdem. wo wollte ich jetzt noch hin? Waren die nicht zwei Gänge? Sag ich doch. Wir waren mal zwei. Hey. Bei jedem Stockwerk gibt es da zwei Gänge und da ist immer entweder Muni oder ein bisschen Kleingeld. Komisch, dass sie hier keine Scheine machen. Dollarscheine oder so. Nur so ein Kleingeld, sag ich mal. Die Leute an der Kasse, die müssen denen noch einen Vogel zeigen, wenn er jetzt hier 200 Münzen bezahlen muss. 200 Münzen hinlegen, Alter. Das ist, der Kassierer würde sagen, hier, was so ein Vogel, ne? Also... Macht irgendwie auch keinen Sinn, aber... Nein, jetzt kommt das! Oh! Ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. Aber ist gut.
Weil, Leute, das wird wirklich insane. So, das mache ich jetzt noch mal schnell speichern. Ich gehe auf Nummer sicher. Aber das kriegt man ja nicht besiegt. Das Monster hier. Das ist die einzigste Möglichkeit. Dass man hier... Nee. Alter Wichser. Dass man da rüber springt, wenn der in der Nähe ist. Ah! Vollpfosten. Alter Wichser. Bin hier wirklich. What the? Oh! Schwein gehabt! Dass man da wirklich ganz nah am Rand geht und dass man, weil der wird von dem Licht gegrillt. Und so hat man den denn. Oh, ich finde das so scheiße immer. Weil gehst du zu, wartest zu lange, schubst er dich ins Feuer, wartest zu kurz, der muss das dann wiederholen und oh, so war, nee, das hasse ich. Das hasse ich wie die Pest. Freigeschaltet. Ja, man sieht, das ist eine silberne Tarotkarte. Das erkläre ich auch noch schnell. Und dann muss ich den Part erstmal beenden. Das ist eine Silberkarte. Die kann man zum Beispiel hier platzieren. Und die ist sehr teuer. diese Karte, die Wirkung, die wirkt im ganzen Level. Bei diesen Karten tritt das nur in Kraft, wenn man jetzt E drückt, zu, ja, ich sag mal 10 Sekunden oder, ne? Und die halten über das ganze Level, die silbernen Karten. So, in der Kathedrale geht's das nächste Mal weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute!